Also ich sehe das genauso, aber andererseits, wenn man mit Zertifikatskursen arbeitet bei Normallehrern und sagt, das brauchen wir ja für eine Übergangszeit, dann kann man natürlich auch sagen, dann können wir auch die Absolventen von Frankfurt oder anderswo über dieselbe Denkweise wieder einstellen. Es kommt also auf die Sicht an. Ich persönlich unterstütze grundsätzlich den Ansatz von dem Fuß, also zu sagen, wir brauchen Normallehrer mit zwei Fächern, Antigmatik und Islam, so wie man englische und katholische Lehrer hat. Das ist der Normalfall, das müsste gängige Praxis sein. Aber wenn man Ausnahmen zulässt, dann muss das in beide Richtungen gehen. Das ist mir wichtig. Ich bin nämlich immer für Normalität und für Gleichberechtigung, darauf lege ich immer großen Wert. Das Zweite ist, im Übrigen auch bei uns in Osnabrück oder in Münster oder in Erlangen können Sie islamische Religionspädagogik nur als zweites oder drittes Fach studieren, also nicht als einfach, das ist bei uns also auch grundsätzlich nicht möglich. Aber dennoch, ich bin für Ausnahmeregelungen zu haben, sofern das in beide Richtungen geht und das zeitlich befristet ist. Das Zweite, Islamangst, Sie haben gesagt, die Islamangst in dieser Gesellschaft, die ist nachvollziehbar. Ich habe einen guten muslimischen Freund, der hat mir vor einigen Jahren gesagt, hör mal, wenn ich kein Muslim wäre, mir die ganzen Medien in Deutschland anschauen würde, ich hätte Angst vor dem Islam. Und genau dasselbe sage ich auch. Natürlich, also den einfachen Menschen auf der Straße, den kann man keinen Vorwurf machen, weil wenn er den ganzen Tag von Islam und Terror und diese ganzen schrecklichen Nachrichten sieht und dann eben halt Angst hat und möglicherweise auch eine Abneigung hat, ich kann es nachvollziehen, ohne es gutheißen zu wollen. Das Zweite, der Herr von der Islamischen Religionsgemeinschaft Hessen hat gesagt, wir haben eine gewisse Angst, Entschuldigung, der Name ist mir jetzt entfallen. Herr Kalmakchin hat gesagt, wir haben Angst, dass Provisorium zu einer Dauerlösung wird. Das ist richtig. Normalerweise dauern Schulversuche so 4 Jahre. Nach 4 Jahren macht man eine Evaluation und dann sagt man, das läuft gut, jedenfalls im Grundschulbereich, dann kann man das entfristen. Und wenn man sagt, das läuft nicht gut, dann war es das. Und meistens ist es so, wenn der politische Wille da ist, dann wird es positiv evaluiert und dann ist es durch. In NRW haben wir jetzt Islamkunde im 11. Jahr. Das ist das 11. Jahr, Ende unabsehbar. Deshalb bin ich dafür, wenn in Hessen, egal welches Modell Sie machen, egal welches, Islamkunde, EU oder was auch immer, befristen Sie es. Und zwar auf 5 Jahre und danach mit einer verbindlichen Antwort der Landesregierung. Entweder sagt man Hüt oder Hot oder so ähnlich. Hüt oder Hot. Genau. Dann weiß man, woran man ist. Und wenn man nicht zufrieden ist, kann man den Rechtsweg gehen. Und wenn man zufrieden ist, hat man eine einvernehmliche Lösung. Also die Befristung ist von größter Bedeutung. Die Gleichstellung der Lehrer, das ist dasselbe Problem, also mit der Eingangsfrage. Wir haben in Niedersachsen, in Nordrhein-Westfalen dieselben Probleme gehabt. Wir haben Muttersprachlehrer, die im Angestelltenverhältnis als Muttersprachlehrer oder als Islamlehrer eingestellt worden sind, die hüpfen zwischen den Schulen hin und her. Das ist schlecht, glauben Sie es mir. Ich habe jahrelang so gearbeitet als Lehrer, an 3, 4 Schulen, an keiner Schule sind sie wirklich integriert. Ich sage als Übergangslösung ja, aber nicht dauerhaft. Ich empfehle den Frankfurter Studenten deshalb, ihren Studiengang parallel und Kings of Lernen zu machen. Dann können sie sich die ganzen Scheine, die sie dort erworben haben, anerkennen lassen und dann sind sie Lehrer, dann kann ihnen keiner irgendwas vormachen. Zur Kopftuchproblematik. Ich habe dazu öffentlich meine Meinung gesagt, ich halte nichts von diesem Verbot. Ich weiß, dass die Rechtsabteilung im nordrhein-westfälischen Schulministerium folgende Überzeugung hat. Man sagt, bei einem bekenntnisgebundenen Religionsunterricht kann man nichts machen, weil das ist der Religionsunterricht und wenn dort eine Lehrerin ist, die diese Religion praktiziert, dort kann man nichts machen. Aber bei Mathe, bei Deutsch, da haben sie es zu tun mit christlichen, katholischen, evangelischen, jüdischen, atheistischen, agnostischen und so weiter, da gibt es einen indirekten Beeinflussungsfaktor und deshalb ist das dort nicht zulässig. Aber wenn es einen bekenntnisgebundenen IO gäbe, dann könnte man es nicht verhindern. Aber das Problem wird sein, auch wenn sozusagen irgendwo IO faktisch da wäre, niemand wird sie als IO-Lehrerin alleine anstellen, sodass sie dann im islamischen Religionsunterricht Kopftuch anhaben. Und dann, wenn sie den Klassenraum verlassen, wird die Schulleitung sagen, Kopftuch ab, dann gehen sie die Mathe unter. Das sind diese Probleme. Ich glaube, dass diese ganzen restriktiven Maßnahmen sozusagen das Ergebnis dieser Angstdebatte sind, die wir in Deutschland haben. Vertrauensbildende Maßnahmen, einige Jahre, wir gehen jetzt durch ein Loch, aber am Ende ist Licht. Wir müssen nur optimistisch sein. Ich glaube an diese Gesellschaft, irgendwie werden wir da durchkommen. Und zu unseren Studentinnen sage ich das, was ich hier auch gesagt habe. Ich kann Ihnen nichts versprechen über Ihre Einstellungschancen nachher, aber ich bin froher Dinge.
Zu dem Beirat, ich bin der festen Überzeugung, so wie die Kirchen Ansprechpartner sind, so wie die jüdische Religionsgemeinschaft Ansprechpartner sind, müssen auch die islamischen Verbände Ansprechpartner sein, sofern sie die Voraussetzungen erfüllen. Die sind allseits bekannt, allseitige Wahrnehmung religiöser Aufgaben, transparente Mitgliederstruktur, Verfassungstreue, und das vierte habe ich jetzt vergessen. Gewähr auf Dauer. Wenn das alles gegeben ist, kann niemand was sagen. Ich denke, die Verbände sind auch auf einem guten Weg. Also vor 10 Jahren, die Tipp zu sagen, ihr müsst Landesverbände aufbauen. Ihr müsst Mitgliederlisten haben, die einheitlich geführt werden. Man hätte sie für einen Heretiker erklärt. Heute wird das alles umgesetzt. Selbst die deutsche Sprache wird akzeptiert. Also da ist auch eine Entwicklung drin, eine gewisse Dynamik. Nicht so stark, so schnell, wie ich es mir wünsche, aber immerhin. Und deshalb sage ich, dass in diesen Beiräten auch die Leute sein müssen, die diese Verbände benennen. Das kann meinetwegen auch irgendjemand sein. Wenn das muslimische Gelehrte ist, ja. Aber nicht, ich bin dagegen, wenn man meint, die Theologen, die Professoren, die Gelehrten, die könnten für die Muslime sprechen. Dann sage ich nein. Ich habe nur die Legitimation für meine Person. Ich habe in der Deutschen Islamkonferenz gesagt, ich spreche alleine für mich, für niemanden sonst. Die Verbände haben 10.000, 20.000, wie auch immer, die können für dich sprechen. Und das Letzte, die Kirchen haben immer, von Anfang an, seit 1979, die Einführung eines islamischen Religionsunterrichts immer unterstützt. Katholische wie auch evangelische Kirche. Da ist also eine gewisse Dauer in der Unterstützung zu beobachten. Und ich glaube, das ist eine stringente Linie. Das muss man hier an dieser Stelle auch nochmal hervorheben. Jetzt glaube ich, habe ich alle Punkte abgearbeitet, die dafür. Danke. Ich würde gerne zuletzt noch das Wort an Herrn Kiefer erteilen und mit Blick auf die Uhr vielleicht dafür plädieren, dass die ein oder anderen Gesprächsbedarfe, die noch da sind, in kleiner Runde abgehalten werden, weil die Reihen richten sich langsam.